Ira Peter, Stadtschreiberin des Deutschen Kulturforums Östliches Europa in Odessa 2021, ist unterwegs, um aktuelle Fotos für die Neuauflage des Bessarabien-Buches von Ute Schmidt zu machen. Über 125 Jahre lebten in Bessarabien im Süden der Ukraine Deutsche. Vom Zar Alexander im Jahr 1813 eingeladen, kolonisierten sie die zuvor an das Russische Reich angegliederte Region. 1940 wurden die meisten vom Deutschen Reich in das besetzte Polen umgesiedelt. Der Ort Bad Burnas liegt am Schwarzen Meer. Für die Bessarabiendeutschen war er ein beliebter Bade- und Erholungsort. Genau, wir sind hier in Lebedjowka. Der Ort hieß früher Bad Burnas und hier haben deutsche Kolonisten gelebt. Und meine Aufgabe war es, hier die Steilküste zu fotografieren und die ist tatsächlich unveränderlich schön geblieben. Und man kann sich jetzt vorstellen, bis vor über 80 Jahren haben hier tatsächlich Deutsche gelebt, die haben hier Landwirtschaft betrieben und vielleicht sind sie am Sonntag sogar mal an den Strand gegangen, um sich zu sonnen. Das war nämlich auch schon vor 100 und 120 Jahren en vogue. Kirchen bildeten in den deutschen Kolonien den Mittelpunkt im Ort und auch in der Gesellschaft. In der Sowjetzeit wurden sie anders genutzt. Heute sind die meisten zerfallen. Einige wenige werden als Teil des kulturellen Erbes in der Region geschützt oder wieder aufgebaut. Also wir haben hier die Ruine einer ehemaligen deutschen Kirche. Und was mich jetzt überrascht hat, dieser Zaun. Also der ist ganz neu. Und ich vermute, dass man hier vorhat, vielleicht die Ruine irgendwie oder die Kirche wieder zu rekonstruieren oder zumindest die Ruine zu schützen. Also ich muss das mal in Erfahrung bringen, weil diesen Zaun gab es vor einigen Jahren definitiv nicht. Ist nämlich auf dem alten Bild auch nicht drauf. Das ist sehr besonders. Ich meine, ich beschäftige mich schon lange mit deutscher Geschichte in der Ukraine, aber es ist alles so in der Theorie und in Büchern. Und wenn man dann an so einem Ort steht, irgendwie ergreift mich das total. Ich mir dann vorstelle, dass die Menschen hier zum Gottesdienst gegangen sind, haben hier geheiratet, wurden getauft. Das war irgendwie, ja, man kann sie sich so richtig vorstellen irgendwie in diesen Ruinen. Peter Usnow ist Pfarrvikar der evangelisch-deutschen Kirche in Sarata. Er beschäftigt sich intensiv mit der Geschichte der Deutschen in Bessarabien. Ми знаходимося в самом старом на території Бессарабії зданні культового назначення Саратської кірхи, которая 100 лет служила Богу во время присутствия здесь немцев. После отъезда немцев отсюда это здание было подвергнуто разрушению. Здесь был дом офицеров, здесь был дом культуры, здесь была дискотека. Была снесена башня. В 1995 году при помощи общества бессарабских немцев, которое возглавлял Эдвин Кельм, господин Эдвин Кельм, это здание удалось восстановить. И с тех пор оно радует нас своей первозданной красотой. Auch wenn in Lichtental nur noch Grundmauern der ehemaligen Kirche von 1828 stehen,
wurde das Gotteshaus für Besucherinnen und Besucher als Gedenkort konzipiert. Здесь сочетание и римской архитектуры, и лютеранской. Здесь очень много своеобразного величия. Мы даже представить себе не можем. А если бы еще сохранились стены из кирпича, которые возделывали тоже здесь, на местной фабрике. Мы до сих пор не можем найти рецепт этого изготовления этого кирпича. Die durch zahlreiche Handwerksbetriebe zu Wohlstand gekommene Kolonie Teplitz hatte bis 1940 rund 2500 deutsche Einwohnerinnen und Einwohner, die ein vielschichtiges gesellschaftliches Leben führten. Wir sind jetzt in Teplitz, das ist eine deutsche Kolonie gewesen und ich befinde mich hier direkt vor dem Friedhof. Das ist der ehemalige deutsche Friedhof und ich brauche eine ganz bestimmte Aufnahme von alten Grabsteinen. Und ich hoffe, dass ich sie finde, weil ich sehe hier vorne nur neue Grabsteine und ja, ich mache mich mal auf den Weg und suche sie mal. Hallo ihr lieben Seelen. Das ist unglaublich, der ist so gut erhalten. Also klar, der ist total zugewachsen, aber so viele Grabsteine. Aus der Zeit, das ist 1860, lese ich hier. Wahnsinn, also das habe ich noch nie gesehen. Ein so gut erhaltener deutscher Friedhof. Also dieser Grabstein ist mir direkt ins Auge gefallen, weil der Name so gut zu lesen ist. Also auf vielen Grabsteinen hier sieht man Namen und Daten nicht so gut. Aber hier ist es ganz gut zu lesen. Es war eine Ottilie, die 1888 geboren ist und 1935 gestorben ist und so sind die Grabsteine alle konzipiert. Also du hast Name, Geburtsdatum, Todesdatum und dann hast du immer noch so einen Ausspruch aus der Bibel, vermute ich mal. Es hat immer natürlich was mit Gott zu tun. Es ist auch der ehemalige evangelische Friedhof hier. Aus dem Ort Gnadenthal stammt die Familie der Autorin des Bessarabienbuches. Er wurde umbenannt, nachdem ihm die deutschen Siedler verlassen haben. Die Bahnstation behielt aber den Namen Gnadenthal. Ja, leider ist es mir nicht gelungen, das letzte Motiv aufzunehmen. Es gab nämlich an der alten Bahnhofstation in Gnadenthal wohl noch ein Schild, wo tatsächlich Gnadenthal auf Russisch und Deutsch stand. Das gibt es leider nicht mehr, weil die Station vor über 20 Jahren wohl geschlossen wurde. Also es ist nur noch so ein verfallener Rest des Gebäudes da, das konnte ich noch fotografieren, aber leider nicht das gewünschte Schild. Die Bilder, die ich heute in Bessarabien gesammelt habe, die werden gedruckt in einem Buch über Bessarabien-Deutsche, das in dritter Auflage demnächst erscheinen wird. Das wird herausgegeben vom Deutschen Kulturforum Östliches Europa. Und ich werde die Bilder und auch die Videos, die ich heute gemacht habe, für meinen Blog nutzen und für Social Media, um den Menschen in Deutschland, aber auch hier in der Ukraine zu zeigen, ja, was für ein Erbe hier in der Ukraine noch steckt und ja, wie die Deutschen früher mal gelebt haben und welche Spuren heute noch sichtbar sind. Ich bin überrascht, wie viele deutsche Spuren es hier in der Südukraine noch gibt. Das kenne ich aus Wolinien zum Beispiel gar nicht. Da war ich schon einige Male. Das ist im Westen der Ukraine. Und ich hoffe, dass die Menschen sich darüber bewusst werden, die hier leben, was für ein tolles Erbe sie haben. Dass man daraus ja auch einiges machen könnte. Also dass man zum Beispiel die Ruinen vielleicht besser schützen könnte vor Verfall. Dass man die Friedhöfe besser pflegen könnte, um vielleicht auch Touristen in die Region zu locken. Das würde mich freuen. Und ich hoffe, dass sich auch die Menschen, die in Deutschland leben, mehr für die Region hier interessieren. Nicht nur, weil es hier deutsche Spuren gibt, sondern weil die Region einfach reich ist an insgesamt an Kultur und an Geschichte.